geht es bei Optionen immer nur darum, möglichst viel Rendite in kurzer Zeit zu machen? Ist das nicht eher Zockerei, wenn man riskiert, alles verlieren zu können? Oder gibt es da vielleicht noch eine andere Methode, wie man Optionen handeln kann, die vielleicht ein bisschen intelligenter ist? Dazu mehr in diesem Video. Hallo liebe Trader, herzlich willkommen bei den Börsenstrategen. Ja, wenn du im Optionshandel noch nicht so tief drin steckst, dann hast du wahrscheinlich die verschiedensten Geschichten gehört, dass man da wirklich exorbitante Gewinne machen kann, dass man sein Kapital hebeln kann, aber dass das Ganze eben auch sehr riskant sein kann, weil man eben seinen kompletten Einsatz verlieren kann. Vielen Trading-Einsteigern geht es wie dir, die werden mit diesen Informationen, mit diesen Aussagen vom Optionshandel ferngehalten. Dabei gibt es noch eine ganz andere Art, wie man sich dem Optionshandel nähern könnte und das wollen wir uns heute mal anschauen. Schauen wir uns also mal die Frage an, sind denn Optionen überhaupt riskant? Ist das wirklich Zockerei oder ist es einfach schlau, Optionen in seinen Trading-Prozess mit einzubinden? Ja, und du siehst auch schon hier, Optionshandel ist gefährlich als steile These. Und das, was wir hier abgebildet sehen, ist ganz einfach die mögliche Wertentwicklung einer Aktie. Also du siehst diese blaue Linie, das ist der Wert der Aktie. Und ja, auf der X-Achse da unten, da ist abgetragen der Aktienkurs. Also angenommen, da bei der grauen Linie, wo sich die grauen gestrichelten Linien treffen, da hast du die Aktie gekauft und völlig logisch, der Aktienkurs steigt, der Wert der Aktie geht nach oben und du siehst dann links an der Y-Achse, natürlich landest du da im Gewinn. Sollte die Aktie sinken, dann landest du im Verlust. So sieht es also ganz normal bei einer Aktie aus. Also hier der Einstieg, da bist du natürlich bei plus minus 0 Dollar. Sollte die Aktie den Weg nach oben machen, in diesem Beispiel ist der Aktienkurs um 15 Dollar gestiegen, dann beträgt auch dein Gewinn 15 Dollar und theoretisch, die Aktie könnte ja für immer weiter steigen, ist dein Gewinn auch theoretisch unbegrenzt. Geht es in die Gegenrichtung, dann verlierst du natürlich Geld, der Aktienkurs fällt in diesem Beispiel um 15 Dollar und dein Verlust würde dann auch 15 Dollar betragen. Natürlich wäre auch ein Totalverlust in der Aktie möglich. Wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn man das kombiniert, also eine Aktie hält und mit einer Option kombiniert? Und ja, du siehst hier schon an der Überschrift, jetzt nur noch als Frage aufgeworfen, ist Optionshandel wirklich gefährlich mit Fragezeichen? Also wie sieht das in diesem Beispiel aus? In diesem Beispiel halten wir nicht nur die Aktie, sondern haben die Aktie mit einer gekauften Option. Das geht, ja, das ist so wie eine Versicherung gegen fallende Kurse. Wir haben also eine Option gekauft, um die Aktie gegen fallende Kurse abzusichern. Das hat uns 2 Dollar gekostet. Ja, Versicherungen kosten auch Geld und so ist das natürlich auch am Optionsmarkt. Wie sieht dann die Situation aus? Was für Fälle sind möglich? Du siehst hier die 2 Dollar Kosten, die sind hier mit eingeplant. Sollte jetzt der Kurs der Aktie sinken, im gleichen Beispiel, wir bleiben bei einem Wertverlust von 15 Dollar, dann würde in diesem Beispiel der Verlust, den wir erlitten haben, nur bei 6 Dollar liegen, weil uns die gekaufte Option, die 2 Dollar gekostet hat, eben gegen weitere Kursverluste schützt. Wenn jetzt die Aktie aber steigen sollte, in dem Beispiel auch wieder um 15 Dollar, dann würde unser Gewinn natürlich nur 13 Dollar betragen, weil wir die Kosten der Absicherung, die 2 Dollar, die wir bezahlt haben, natürlich abziehen müssen. Wir sehen an diesem Beispiel, das hat mit gefährlich nichts zu tun. Hier geht es um ein reines Absicherungsgeschäft und auch das ist eben mit Optionen möglich. Kommen wir zu einem weiteren Beispiel. Auch so lassen sich Optionen einsetzen. Du siehst hier eine ja nicht mehr so ganz leicht verständliche blaue Linie. Was steckt denn hier dahinter? Das ist also in dem Beispiel keine Aktie mehr. Da ist keine Aktie involviert, sondern es sind 2 Optionen, eine kombinierte Optionsposition, die wir hier sehen, ein sogenannter Credit Spread. Ohne da jetzt tiefer einzusteigen, das würde den Rahmen dieses Videos wirklich sprengen, sei damit einfach nur so viel gesagt. Wir nehmen hier auf der einen Seite eine Prämie ein, wir bekommen also etwas bezahlt und auf der anderen Seite haben wir eine Absicherung. Und jetzt schauen wir uns doch einfach mal an, was passieren könnte, wenn die gezeigten Fälle eintreten.
Also, der Aktienkurs, der kann natürlich steigen. Diese Optionen beziehen sich also auf eine Aktie im Hintergrund. Ja, obwohl die Aktie in diesem Beispiel gar nicht im Depot ist, gar nicht gehalten wird, sind das Optionen, die sich auf diese Aktie beziehen. Steigt also der Aktienkurs, dann, wir sehen es hier, ja, Aktienkurs steigt und wir sind oberhalb der Nulllinie, aber der Gewinn steigt nicht unendlich weiter. Das heißt, wir gewinnen nicht mehr, je weiter die Aktie steigt, sondern freuen uns eben über eine Prämieneinnahme, die wir behalten können. Also ein von vornherein geplantes Einkommen, das wir beim Aufsetzen des Trades schon kennen. Wir kennen also unseren maximalen Gewinn, nämlich die Prämieneinnahme. Sollte der Kurs jetzt aber sinken und ja, die Aktie kann fallen und die kann natürlich theoretisch unbegrenzt fallen, praktisch nur bis null, dann ist Schluss, ja, aber auch in diesem Fall ist unser Verlust begrenzt und wie stark wir den begrenzen möchten, auch das können wir bestimmen. Das wissen wir schon bei Aufsetzen des Trades. Wir gehen also mit einem definierten Risiko und mit einer definierten Gewinnerwartung in diesen Trade rein. Zockerei oder nicht? Also das klingt doch alles relativ geplant, ja. Und der große Vorteil, der kommt eben jetzt, denn was kann immer passieren? Ja, es kann Stillstand sein. Es kann also mit der Aktie gar nicht viel passieren, die dümpelt so auf der Stelle herum. Und was ist in diesem Fall mit unserer Optionsposition? Ja, richtig, auch hier ist unser Gewinn die Prämieneinnahme. Das heißt, in diesem Fall, bei dieser Strategie, bei dieser Optionsstrategie, sind wir gar nicht darauf angewiesen, dass der Kurs genau das tut, was wir gerne hätten, nämlich nach oben gehen, sondern wir dürfen nur nicht völlig falsch liegen. Wenn wir völlig falsch liegen und der Kurs fällt, dann haben wir ein begrenztes Risiko. Aber auch wenn der Kurs nichts macht, dann gewinnen wir hier die Prämieneinnahmen. Ja, wie du gesehen hast, ging es in diesen beiden Beispielen überhaupt nicht um Zockerei, sondern in dem einen Fall war es ein Absicherungsgeschäft und im anderen Fall ging es um eine Prämieneinnahmestrategie mit absolut begrenztem Risiko. Also auch alles andere als Zockerei. Wie sich mit dieser Art des Optionshandels, mit den sogenannten Stillhaltergeschäften, angenehme Trefferquoten erzielen lassen und ja, regelmäßige planbare Gewinne einfahren lassen, dazu haben wir hier schon mal einige Videos für dich vorbereitet. Schau da gerne mal rein, da erfährst du auch, wie eine Investorenlegende genau mit diesen Geschäften immer wieder für Einkommen an der Börse sorgt. Wie immer gilt, dranbleiben, schau dich schlau, bis zum nächsten Mal, deine Börsenstrategen.